Zum nächsten Test gehören Geschütztürme. Erinnerst du dich? Diese blassen, rundlichen Geschöpfe voller Kugeln. Oh, warte, das bist du in 5 Sekunden. Oder auch nicht. Als ob das nicht geht. Wen kann man so auf sich selbst schießen lassen? Okay, so kommen wir da nicht durch. Unter ihr ist ein Ding. Kann man drauf schießen. Hab ich jetzt gesehen. War eine Option, die wollte ich mal ausprobieren. Ja. Jetzt bräuchte ich ja mal den Kubus eigentlich. Nehmen wir den. Ganz so gut. Da bist du. Suche. Das müsste klappen. Nein, bin ich schlecht. Ich bin durchgefallen durch das Loch. Das andere Loch ist ein bisschen weit hinten. Und tschüss.
sonst was. Das muss noch ein bisschen passender. Hier zum Beispiel. Das sieht gut aus. Schön wär's, wenn die sich mal gegenseitig abschießen würden. Natürlich auch. Das müssten wir da haben. Einen Kurs stellen wir hier drauf. Und weiter geht's. Au. Wo geht's jetzt hier lang? Die Testkammer sind wir irgendwie raus. Sind wir aus dem Weg abgekommen. Um konstante Testzyklen zu gewährleisten, simuliere ich auch nachts Tageslicht und Menge der Sauerstoffzufuhr Adrenalin bei. So verlierst du dein Zeitgefühl. Ja. Gestern war übrigens dein Geburtstag. Das interessiert dich vielleicht. Vielen Dank. Zweite ging mal so hin. Du erinnerst dich, dass ich ewig lebe und du in 60 Jahren tot bist? Ich habe ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für dich. Eher einen medizinischen Geburtstagseingriff. Also technisch gesehen ist es ein medizinisches Experiment. Wichtig ist, dass es ein Geschenk ist. Da bin ich ja mal nicht gespannt. Dein Overall sieht blöd aus. Das sage nicht ich, das steht hier in deiner Akte. Bei anderen sieht er gut aus, doch ein Wissenschaftler hat angemerkt, dass er bei dir blöd aussieht. Aber was weiß ein kauziger alter Techniker schon von Mode? Er war vielleicht... Warte, eine Frau. Trotzdem. Oh, hier steht, sie hat einen Doktor. In Mode. Aus Frankreich. Aha. Suche. Und wo? Bin wieder nicht durch. Na, was tun wir? Hallo? Suche nicht. Ich hasse dich nicht. Okay. Fahre runter. Okay, warum werden die anderen davon nicht getroffen? Tja. Bist du?
bringt das mir jetzt? Kubus oder irgendwen, den ich dort. Genau so. Da bist du, Kubus. Nicht treffen, wenn ich über den stehe. Scheinbar nicht. Hallo? Ziel verloren. Ruhe. Ziemlich blöder Plan, aber. Suche. Wer sind wir? Hätte ich vielleicht eine ziemlich blöde Idee. Ah, es hat geklappt. Ich gehe die Liste der Testsubjekte im Hyperschlaf durch. Ich habe zwei mit deinem Nachnamen gefunden. Einen Mann und eine Frau. Wie klein die Welt doch ist. Die Eltern doch nicht, oder? Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich. Oha. Aber ich verrate nichts. Nur so viel. Du triffst zwei Menschen, die du lange nicht mehr gesehen hast. Doch die Eltern oder was? Da bist du. Ziel verloren. Suche jemand da? Können wir nicht entschießen. Natürlich auch. Das war ja halb so schwer. Sehr schön. Geburtstag. Also, Spiel hier. Der nächste Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt. Ich weiß nicht, wofür der Preis war. Ja. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift. Warum sitzt du? Okay.
den einfach da runterholen. Das ist ja sehr beeindruckend. Aha, aha, aha. Dann kann der dann da drüber stehen und wenn wir den, dann können wir den Auto auslösen. Ist eine Idee. Schießen. Zum Beispiel hier. Ich wette, du denkst, ich habe deine Überraschung vergessen. Falsch. Wir gehen direkt darauf zu. Nach all den Jahren. Bei dem Gedanken kommen mir die Tränen. Ich freue mich nicht. Teil 4, die Überraschung. Yay. Überraschungsparty. Überraschung in 3, 2, 1. Ich hab gelogen. Überraschung? Ach komm, falls es dich glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen, also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. Oh. Ich hab mich schon auf die Überraschung gefreut. Okay, wir brauchen irgendwie ein Schutzding ins Ziel von. Okay, können wir durch. Schutzding haben wir nicht. Okay, da kommt es raus. Ich schätze mal, wir müssen nach oben. Wie kommen wir jetzt nach oben?
Au. Wir brauchen einen Umlenkwürfel. Wahrscheinlich soll man den Würfel drin sein. Irgendwie dort reinkriegen, der hier ist. Mit dem Umlenkwürfel, der da drüben ist, vermutlich. Sobald wir hier sind, ist das doch absolut nicht mehr sicher. Absolut unsicher. Okay, aber wie kommen wir da hoch? Da gibt es große Gubi. Wir kommen hier nicht hoch. Kreuzende Linie kriegen wir auch nicht hin. Das kriegen wir hin. Dann kommen wir da rüber. Dann kämen wir hoch. Das wäre machbar. Nur kommen wir hier runter. Ich komme nicht durch das Orangene durch, das ist das Problem. Sei denn wir entfernen das Orangene. Gehen wir einmal hier rüber. Und hier den Knopf drücken. Gegen dich können wir nichts tun. Das ist sehr schade. Okay. Dann werden sie geschossen. Dazwischen können wir nichts machen. Laser und wir. Nee. Ich verstehe es nicht. Ob wir den Laser umleiten könnten oder. Das Ding irgendwie umleiten könnten.
brauchen wir so einen Würfel. Abstoßen. Um darüber zu fallen, aber wie? Das matschige Geräusch ist auch sehr lecker. Nichts dazwischen machen, können wir nichts. Wenn wir die Drohne hätten und sie mitnehmen könnten. Das wäre was, aber. Wir kommen auch von keiner Seite nah genug an die ran. Treffen wir nichts. Okay, so kommen wir in die Nähe. Das wissen wir dem überhaupt nicht. Nicht ein. Wir müssten hier irgendwo hinter die Drohne kommen. Wenn wir die Drohne hätten, könnten wir die einsetzen, dass wir die durch das Loch durchfliegen lassen. Den einen Kubus ausschalten. Fliegt der andere Kubus hier hin. Können wir den nehmen und. Ich habe keine Ahnung. Da ist absolut nichts in die Nähe. Das würde ja nur hier hin und hier lang gehen. Eine Brücke hier umleiten würden. Hier bräuchten wir auch was. Die Drohne lässt sich absolut nicht. Lässt sich nichts mitmachen. Fällt mir wirklich nichts ein. Ich glaube, ich nutze mal die kleine Streampause. Und dann mir ein paar Gedanken zu machen. Hin, aber wenn mir nirgends anders weiße Wände, wo das wo
wir da die Brücke durchleiten, kommen wir auch nicht mal ansatzweise in die Nähe. Die Würfe auffangen können wir auch nicht, wenn wir hier lang. Ich sehe es nicht. Nö. Jetzt mal eine kurze Kaffeepause. Bis gleich. Könnte ich dieses schöne Plätschern hören. Sumpfgeklatsche. Abwassergeklatsche, ja. Bis gleich.